Und deswegen sagen wir Grüne, braucht es jetzt Folgendes. Erstens eine Verschärfung der Kontaktbeschränkung der ungeimpften Erwachsenen. Wir möchten, dass sich im Freistaat Bayern in Zukunft nur noch ein Treffen zwischen Mitgliedern eines Haushaltes mit maximal einer weiteren erwachsenen Person möglich ist. Kinder werden natürlich nicht mitgezählt. Zweitens wollen wir, dass der Handel endlich für Ungeimpfte geschlossen wird. 2G im Einzelhandel, mit Ausnahme der Grundversorgung, sowie 2G plus im touristischen Beherbergungswesen, in der Gastronomie und bei körpernahen Dienstleistungen. Drittens, und das tut uns besonders weh, die Absage aller Sport-, Kultur- und Freizeitveranstaltungen mit Publikum. Und ja, das schmerzt. Aber wir müssen Mobilität und Kontakte vermeiden, wo es nur geht. Und wir hatten auch mit der Kunst- und Kulturbranche intensiv Kontakt und die sagen, diese 25% Auslastungsregel ist gerade für kleinere Spielstätten eh nicht rentabel, da es runterfahren solidarisch und ein finanzieller Ausgleich zu bekommen zielführender. Und drittens ist für uns Grüne klar, wir sagen das seit Anfang der Pandemie, wir Erwachsene müssen diese Last tragen. Wir müssen mehr schultern. Und Schulen, Kitas, außerschulische Freizeit- und Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche müssen offen bleiben. Und da ist die klare Aufforderung an diese Söder-Regierung. Sorgen Sie dafür, dass diese Einrichtungen sicher sind. Es braucht in ganz Bayern Lolli-PCR-Pool-Tests in den Kitas und dreimal wöchentlich PCR-Pool-Tests in allen Schulen. Das müssen Sie jetzt bereitstellen. Uns treibt natürlich auch um die hohe Zahl der infizierten Kinder und Jugendlichen in den Schulen. Und deswegen haben wir folgenden Vorschlag. Wir möchten, dass die Weihnachtsferien schon am 20.12. beginnen. Ehrlich gesagt wäre das dann auch ein Ausgleich der gestrichenen Faschingsferien. Und der Herr Minister Piazzolo hatte ja in Aussicht gestellt, dass es irgendwann mal nachgeholt wird. Und natürlich muss es parallel dazu eine Notbetreuung für die Kinder geben. Und am 7.1., wenn dann die Schule wieder losgeht, sollte jede und jeder, der in die Schule geht, einen kostenlosen negativen PCR-Test mitbringen, sodass wir die vierte Welle in den Schulen bremsen und am besten abflachen können. Die Woche vor Weihnachten sollte die Regierung zudem eine Aktionswoche einberufen mit unter anderem Kinderimpfstraßen in den Impfzentren, wo Eltern niedrigschwellig Beratung und ein Impfangebot bekommen, wenn sie ihr Kind impfen lassen wollen, was über 5 Jahre ist. Das muss jetzt organisiert werden, dass es nicht erneut im Chaos endet. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wissen als Grüne, diese Corona-Pandemie beenden wir nur, wenn wir die Impfquote steigern. Und ich bin einfach froh, dass die neue Ampelregierung sich auf den Weg macht, eine allgemeine Impfpflicht wohl einzuführen. Und ich erwarte, dass die Vorbereitungen jetzt schon beginnen, dass nicht, wenn die allgemeine Impfpflicht eingeführt wird, wieder alle wie den Ochs vorm Berg dastehen und dann nicht genug Impfstoff da ist, niemand kann impfen und ein großes Kuddelmuddel, was wir leider die letzten 1,5 Jahre mehrfach erleben mussten. Darum gilt es jetzt, die Vorbereitungen zu machen. Und darüber hinaus kann man auch ohne eine allgemeine Impfpflicht als Freistaat Bayern noch mehr tun. Wir Grüne möchten, dass alle Bürgerinnen und Bürger ab 12 Jahren mit einem Impftermin angeschrieben werden, dass die Impfzentren, die mobilen Impfbusse, die Impfkampagnen hochgefahren werden, dass das Boostern in den Alten- und Pflegeheimen intensiviert wird und dass auch endlich Apothekerinnen und Apotheker, prinzipiell alle Ärztinnen und Ärzte und NotfallsanitäterInnen in Zukunft impfen dürfen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie kennen uns ja jetzt auch gut beim Thema Corona. Als Grüne sind wir weiterhin konstruktiv kritisch. Wir tragen das mit, was sinnvoll ist, und wir legen eigene Vorschläge vor, wo wir noch Verbesserungen benötigen. Und wir werden das so lange machen, bis dieses Pandemie-Management endlich funktioniert und die Regierung auch ihre Hausaufgaben macht. Der Wähler ist bekloppt. Der Wähler in diesem Land ist bekloppt. Die wählen ihre eigenen Totengräber. Sind die alle nicht ganz dicht oder was? Ich will doch nicht die grüne Scheiße. Die grüne Scheiße.